nachts, schlaf gut. Denk dran, morgen ist Sport, pack schon mal deine Sachen dann gleich morgen auf. Wünschen es anscheinend nicht, dass ich mich bei Ihnen umkleide. Haben mich gerade rausgeschmissen. Dann geh doch zu den Herren. Aber ich bin kein Mann. Dann geh aufs Klo. Ich weiß nicht. Ja, wenn es sein muss. So, Mannschaft. Matthias, kommst du rüber? Naja, und dann Kevin. Ronja! Ich meine, er kommt zu uns. Ich meine, er kommt. Wir brauchen ja jemanden für die Ersatzbank, ne? Okay, honey, time for bed. Good night, dear. Mädchen zum Aerobic, Jungs zum Fußball. Aber Baumgarten, ich hab keinen Bock auf diesen Scheiß. Die machen nur Trampel, bla. Ich will mal den Jungs Fußball spielen. Das ist total unfair. Aufstehen! Es ist Montag, du hast Sportunterricht. Ich kann nicht, ich bin krank. Also ich hatte ja Sport als Wahlpflichtfach und das war total schrecklich, das war total leistungsorientiert und ja, ich war so ein bisschen das hässliche Endlein in unserem Kurs und also ich wurde grundsätzlich nie gewählt, also ich wurde noch nicht als letztes gewählt. Ich bin immer in die Mannschaft gekommen, die mich eigentlich als letztes hätte wählen sollen.
In der 6. Klasse habe ich mich bereits geoutet, deswegen war es ab der 7. Klasse, also ab der Realschule, schon ein Problem. Im Sportunterricht gar nicht, weil ich damals zumindest noch sehr sportlich war und tatsächlich auch immer eine derjenigen, die gewählt hat. Und das Problem war eher beim Umziehen. Und ich wurde ziemlich schnell nach meiner Klasse verbannt sozusagen, weil sie sich nicht mehr trauten, vor mir umzuziehen, weil ich denen ja sonst was hätte abgucken können. Ich habe mich halt absichtlich in die Ecke gestellt, um nicht großartig aufzufallen, und auch habe mich extra umgedreht, damit keiner irgendwie das Gefühl hat, dass ich sie besonders angucke oder halt beglotze oder dass sie sich halt unwohl fühlen, was auch immer. Also ich glaube, der Lehrerin war es eigentlich eher unangenehm, die konnte aber auch nicht wirklich vermitteln. Und da hatte ich das dann ab und zu, dass die Menschen der Meinung waren, ja, die Kampflespe, die kann ich auch beiseite schubsen, die kann das ab. Oder da mal ein paar Fingernägel im Gesicht, da ein Ellenbogen in anderen Bereichen des Körpers. Also ich habe immer schon so drauf hingefiebert, weil mir das so unangenehm war. Also ich wusste mal ganz genau, Mittwoch ist Sport in den ersten beiden Stunden. Das heißt, Montag und Dienstag waren mir immer schon total versaut, weil ich wusste, Mittwoch ist wieder. Und am Wochenende war das dann immer schon so, dass man sich langsam wieder so einkrampfte auf den Mittwoch hin. Und es war wirklich tatsächlich immer wie so eine Hürde, die dann hinter einem lag, wenn man das irgendwie geschafft hatte. Schulsport war für mich immer ein rotes Tuch in meiner gesamten Schulzeit. Ich habe halt mich niemals für diese typischen Jungs-Sportarten interessiert, wie Fußball. Und ich habe mich dann meistens auf die Mädelsseite rübergeschlagen und habe dann mit denen gespielt als einziger Junge, weil ich das Gefühl hatte, dass dort nicht dieser extreme Leistungsdruck da war, sondern dass es eher spielerisch war. Ich habe mir immer jemanden gewünscht, der das nicht alles vorausgesetzt hat, der nicht vorausgesetzt hat, okay, Jungs müssen Fußball spielen können. Aber es gab es halt nicht. Also man wurde danach bewertet. Und wenn man nicht reingepasst hat, dann gehörtest du halt in dem Bezug nicht dazu. Kuchenreste haben? Hallo! Ja? Willkommen in der Sportgruppe. Wir überlegen gerade, was wir essen. Voller Überzeugung, Essen ist auch ein Sport. Essen ist auch ein Sport. Warte. Hier ist noch so ein Kuchenrest. Ach Gott. Und hier ist, das sieht vielleicht ein bisschen gefährlich aus, aber das läuft jetzt schon seit Wochen eigentlich gut. Das ist jetzt die Sojamilch. Sojamilch. Hier ist noch ein bisschen Kuchen. Haben wir genug Stühle? Ja, gut, wir sind schon 7 Leute. Können wir ja jetzt diskutieren. Ja. Wir können jetzt zum Schneiden und zum Teller. Wir können ja auch mit überlegen, was man zum Sport in der Schule auch nicht kann, was ja auch letztendlich das Ziel des Projekts ist. Schule.